Also ich kenne aber einen Afghanen, der ist deutscher als deutsch. Aha. Meine Damen und Herren, unser nächster Gast. Begrüßen Sie mit mir aus der Wüste Frankfurts, Faisal Kawusi. Ein Mann, er könnte zwei Männer ausfüllen. Sind Sie hier? Faisal Kawusi. Voller Marsch, der Typ. Warum quietscht die Bühne? Warum frage ich so doof? Naja, hallo, mein Name ist Faisal Kawusi. Ich komme aus Afghanistan. Keine Sorge, das ist mein Bauch, kein Bombengürtel. Ich bin 1,90 groß, wiege 85 Kilo. Okay, 90. Und wisst ihr, ich werde oft auf diese Nationalität angesprochen. Ja? Und wisst ihr, ich arbeite in Frankfurt im Waldstadion und mache dort Führungen durch Stadion und zeige den Leuten, was es so gibt. Und es ist cool, weil die Gruppe steht immer in so einer bestimmten Ecke und ich komme da ganz locker angeschlendert und komme dann ganz aufgeregt zu mir. Sagt, Entschuldigung, sind Sie der Führer? Wenn Sie wollen, aber nein. Du lässt den Verrückten. Weil neulich hatte ich eine Gruppe von älteren Damen. Ja, und dann kommt eine zu mir und sagt, junger Mann, Sie sprechen ja relativ gut Deutsch. Ja, relativ gut, danke schön. Ja, wo kommen Sie denn her? Ich komme ja aus dem Raum Frankfurt. Ja, nee, wo kommen Sie denn wirklich her? Ich komme aus Mefelden-Walldorf. Ja, nee, wo kommen Sie denn wirklich her? Aus der Schwarzwaldstraße, das ist direkt gegenüber vom Bolzplatz. Ja, nee, wo kommen Sie denn ursprünglich her? Also, junge Dame, wenn Sie so genau wissen wollen, ich komme aus meiner Mutter. Und dann schreit eine von hinten, ja, wo kommt denn die Mutter her? Oder neulich kam eine Nachbarin zu mir. Meinst, die hat gewusst, dass wir Afghanen sind. Wahrscheinlich hat sie gesehen, wie wir den Sprengstoff reingetragen haben oder so. Und dann meinte sie so, ja, junger Mann, warum müssen denn die Frauen bei euch Kopftuch tragen? Also das meinen sie bei uns. Ja, bei euch Afghanen. Ich sag, nee, ich bin deutsch. Aber die Eltern sind doch bestimmt... Ich so, nee, die Eltern sind auch deutsch. Aber der Postbote... Der war Afghane. Und wisst ihr, an dieser Stelle bin ich mal froh, dass mein Vater nicht so gut Deutsch kann. Der kommt heute noch zu mir und sagt so, wer ist diese Postbote? Ganz schlimm sowas, ne? Aber so Fragen gehen mir immer persönlich auf die Nerven. Was mir aber noch viel mehr auf die Nerven geht, ist das Single-Dasein. Oh. Und ich habe so überlegt, was kann ich machen, ein paar Frauen kennenzulernen? Habe ich gedacht, ich gehe in Diskotheken. Das Problem ist halt nur, wir Comedians sind auf der Bühne total redegewandt. Aber was Frauen angeht, sind wir komplett behindert. Wenn ich eine Frau anspreche, ist das immer so. Hi. Nein? Okay. Ich muss ein bisschen lockerer werden. Bin an die Bar gegangen, hab ein bisschen was getrunken. Und um ein bisschen die Zeit zu überbrücken, schaue ich den Leuten gerne beim Tanzen zu. Auf der einen Seite sind die ausländischen Männer, die tanzen immer so.
Auf der anderen Seite die deutschen Männer. Das sieht dann so aus. An dieser Stelle lachen die Frauen immer am lautesten. Aber jetzt mal ganz ehrlich, liebe Frauen, ihr solltet eigentlich so klein mit Hut sein. Denn wenn ich mich an die alten Zeiten erinnere, wie die Frauen damals getanzt haben, war das immer so: I had the time of my life and I never felt this way before. Und heute ist das so: Racks in the beach, rack, racks in the beach, racks in the beach, tell me how you get, bitch. Ja, ja, ja. Das ist schön, sie guckt gerade zu ihrem Freund. So haben wir uns kennengelernt. Ich hab's gefilmt. Du bist der, wie heißt du? Ja, jetzt ist er ruhig. Fabian. Fabian, magst du Stage Diving? Sie muss erst übersetzen. Sie ist ein Anwalt, okay. Und in dieser Pärchen? Manchmal. Die erste Reihe ist ein Swingerclub oder was? Manchmal. Mal sehen, was sie jetzt sagt. Seid ihr zusammen? Alter, bring deiner Frau Deutsch bei. Ich meine, Frauen aus der Ukraine kaufen ist jetzt kein Verbrechen. Aber Deutsch beibringen? Du verstehst mich. Ich habe schon gegessen, hab keine Angst. Also ihr seid ein Pärchen. Wie lange jetzt? 4 was? Tage, Stunden? Kartoffeln? 4 Jahre? Okay, und wie habt ihr euch kennengelernt? Ich frage erst gar nicht. Total überfordert, so. Ich hab ihn erst nicht erkannt, der hat eine Maske aufgehabt. Und er kam von hinten. Ich kann nicht glauben, dass ich das gerade gesagt habe. Manchmal überrasche ich mich selbst. Aber naja, ich war in der Bar, hab getrunken und mittlerweile bin ich ziemlich besoffen. Und wenn ich betrunken bin, bin ich immer ein bisschen überheblich. Stellt euch vor, die Frau steht hier. Dann komme ich immer so, Mr. Lover, 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 oh, Mr. Lover, Lover. Große Scheiße. Wer hat das gesagt? Da hinten? Wie heißt du? Simone. Simone, mit wem bist du hier? Ich bin fett, nicht blind. So, als ob ich keine Bewegung wahrnehmen kann. Oh, Simone, auch schön, dass du hier bist. Wisst ihr, wir, so in der Diskothek haben wir nichts klar gemacht, deswegen haben wir gesagt, so scheiß Abend, und wir haben die Diskothek total frustriert verlassen. Was macht ihr nach einem scheiß Abend, Dorfdisco, wie sagt man? Was machst du nach einem scheiß Abend in Disco, wohin gehst du? Ich sag nicht, du geh ins Bett. Bist du verrückt? Ein bisschen. Also ihr dürft ruhig reinrufen, was macht ihr nach dem Scheiß? Ich meine, okay, mal um ein Gefühl zu kriegen, wer war in den letzten 20 Jahren mal in der Disco? Einmal Hand hoch. Ich weiß, es ist komisch, wenn ein Afghan sagt, Hände hoch, aber... Also, ich gehe immer gern zu McDonald's. Überraschung. Ah, schön. Gehst du auch gern zu McDonald's? Bitte? Du siehst ein bisschen so aus, deswegen. Nein, ich meine, wir sitzen ja im selben Boot. Wir dürfen nur nicht auf derselben Seite sitzen.
Ja, wir haben Spaß. Ich finde es immer total unangenehm, als dicker Mensch in McDonald's reinzugehen. Denn man sieht schon die verurteilenden Blicke der Leute. Und man weiß auch ganz genau, was sie denkt. Das ist immer so. Wirklich. Als wärst du nicht schon fett genug, dann gehst du auch noch McDonald's. Ich denke das selbst, wenn ich andere Fette sehe. Und wenn du dann da vorne bestellst, spürst du förmlich, wie die Leute mit Blicken deinen Rücken durchlöchern. Ich hätte gern 3 Big Macs, 4 große Pommes, 5 Cheeseburger und nochmal 5 Cheeseburger. Ohne Cola Light, ich mache Diät. Als wäre das nicht schon schlimm genug, dann kommst du nach Hause zur verrückten afghanischen Familie. Ich meine, könnt ihr euch vorstellen, wie schlimm es für mich war, meinem konservativen afghanischen Vater erklären zu müssen, dass ich jetzt Comedian bin? Ich kam total happy nach Hause, so, ey Papa, ich mache jetzt Comedy, ne? Ich gehe auf die Bühne und erzähle Witze. Cool, oder? Komm nicht so nah, König Theoden. Ist lustig, weil er aussieht wie er. Ist okay. Ganz schlimm. Und in so Momenten wird mein Vater immer sauer, wenn ich mich über alles lustig mache. Ja, und dann beleidigt er. Und wenn er beleidigt, beleidigt er zu 90% sich selbst. Das ist dann immer so. Du Sohn von einem Hund! Du Sohn von einem Esel! Und ich sitze da, sag Papa, da hast du recht. Aber geschlagen hat der Papa nie. Geschlagen hat immer die Mama. Aber das ist nicht schlimm, weil viel mehr Ärger hatte ich mit meinem älteren Bruder. Wer ist mit dem älteren Bruder aufgewachsen? Einmal Hand hoch. Was war das denn? Gesundheit. Ihr seid total zaghaft gewesen gerade, wo ich gesagt habe, so, wer ist mit dem älteren Bruder aufgewachsen? Aber keine Sorge, ich mach schon nichts. Aber ich mit meinem älteren Bruder, wir haben uns immer gestritten, wegen jedem Mist. Und wenn wir uns gestritten haben, war ich der Impulsive, immer so, leck mich am Arsch, du Arschloch! Und er war der Provokante. Fettsack, kleine Fette. Aber keine Sorge, der ist jetzt bestraft. Er hat nämlich geheiratet und er war der Einzige, der Eier hatte zu lachen. Obwohl seine die anderen Männer so, die Frau sitzt hier. Aber das Schlimme an so afghanischen Hochzeiten ist immer, da sind immer so viele Leute, die man nicht kennt. Es sind immer 500 Leute, das ist ganz schlimm. Und man muss sie nicht einfach nur begrüßen wie bei deutschen Hochzeiten. So, hallo, guten Tag, freut mich, dich zu sehen. Sondern du musst jeden küssen. 3 Mal. Und manche sind ein bisschen übermotiviert. Hallo Faisal, wie geht's dir? Gut. Aber es war schön, denn bei der Hochzeit von meinem Bruder kam mein Vater zu mir und sagte, mein Sohn, nach ihm bist du dran. Ich dachte, okay. Und dann war mein Bruder mit seiner Frau in der Hochzeitsnacht, hatte ich mich vergnügt, kam er raus, stand ich da, splitterfasernackt. Sagt er, was machst du? Sag ich, der Papa hat gesagt, nach dir bin ich dran. Ich dachte, das wird brüderlich geteilt. Aber mein Bruder, der tut mir jetzt auch mittlerweile leid, weil der ist jetzt auch, er ist auch Papa geworden. Wer ist hier, Mama oder Papa? Einmal Hand hoch. Warst du bei der Geburt deines Kindes dabei?
Natürlich, deswegen bist du so traumatisiert. Deswegen gehst du gerne zu McDonald's. Ist es deine Frau? Ist es deine Frau? Du bist schuld, dass er fett ist. Aber los, mein Bruder tut mir richtig leid. Ich meine, so die Geburt vom eigenen Kind sehen, das ist doch so, wenn du als zusehen musst, wie dein Lieblingsrestaurant abbrennt. Ich meine, das Restaurant macht wieder auf. Aber dort gehe ich nicht mehr essen. Und mein Bruder ist schlimm, der ist auch ein verdammt geiziger Typ. Das ist das Schlimme an ihm. Ich war neulich mit ihm im Restaurant essen, der ist so geizig, als Kind hat er mal 3 Euro verschluckt, es kam nur 1,50 wieder raus. Da war ich mal froh, dass er mich zum Essen eingeladen hat. Aber da waren wir bei so einer Art Fake-Italienern. Kennt ihr Fake-Italiener? Das sind irgendwelche Rumänen oder so, die tun, als wären sie Italiener, einfach nur um Pizza machen zu können. Weißt du, nimmst dann, da kommen ja so, Signore, was kann ich bestellen, was müsst ihr bestellen? Ich sag so, ja, haben Sie auch Cola Light? Cola Light, un momento, por favor. Galle! Galle! Sag mal, haben wir auch die Cola Light? Nee, die für Fette! Alles klar! Sie, Cola Light haben wir auch zu Hause, keine Probleme. Das ging ganz schrecklich. Und wie wir aus dem Restaurant rausgegangen sind, da saß so ein Typ, der hat mich so ganz kritisch angeguckt. So, total. Und da habe ich mich gefragt, okay, ist der Typ ein Nazi oder Fitnesstrainer? Aber damit muss ich mich weiter beschäftigen. Ich habe mir ja gedacht so, hey, als Afghane hier in Deutschland, da hast du es nicht leicht. Ich sage euch, als Afghane hast du es nicht leicht. Denn wisst ihr, wenn ich nach Afghanistan gehe, bin ich der Deutsche und hier in Deutschland bin ich der Türke. Jetzt seid mal ehrlich. Ihr könnt uns nicht unterscheiden. Hat mich mal eine deutsche Frau angesprochen und gemeint so, bist du Türke? Ich so, nee, ich bin Afghane. Hast du Jacke wie Hose? Oder ein Türke kommt zu mir und sagt, warum bist du kein Türke? Ich dachte, Türke sein ist so Mainstream. Deswegen bin ich Afghane. Ich meine, eins haben wir gemeinsam mit den Türken, wir sind alle behaart. Wir haben viele Haare. Und ich meine, Haare auf der Brust haben ist ja männlich, ne? Das ist männlich. Typ von Kraft. Was ich aber schlimm finde, wenn die Haare hier oben rausgucken. Kennt ihr das? Das ist ganz schrecklich. Das lenkt mich immer total ab. So, hey Alter, wie geht's? Danke, so weit geht's gut. Hab eine neue Freundin, die ist toll. Und dann kommt so ein Windhauch, so ein schrecklich. Aber wisst ihr, wir Afghanen, wir allein an der Sprache, wir orientieren uns sehr nach Lauten. Zum Beispiel Sandalen heißt bei uns Chablak. Warum? Wenn du läufst, macht's Chablak. Chablak. Oder Vick. Ihr kennt alles Medikament Vick. Die Afghanen sagen aus irgendeinem Grund Vicks. Vicks. Ihr stellt euch mal vor, so eine afghanische Frau geht in die Apotheke. Entschuldigung, hast du Vicks? Müssen Sie das nicht Ihren Mann fragen? Nein, von meinem Mann, sein Vicks ist leer. Er hat gesagt, du hast gute Vicks. Ich hoffe, wir haben keine Kinder hier. Mein Freund, du hast heute viele neue Wörter gelernt. Mama, der Zug ist abgefahren. Wenn du was nicht verstehst, frag die Mama. Die hat Erfahrung. Guck sie dir an. Braucht ihr ein neues Mitglied? Es tut mir so leid. Wenn ich auf der Bühne bin, dieser Filter geht kaputt und da geht einfach alles raus. Ja, Afghanistan ist schwer.
Aber wisst ihr, mein Vater, der wollte immer, dass ich was Anständiges lerne, bevor ich Comedian werde. Ne? Und den Gefallen habe ich ihm getan. Und ihr dürft jetzt einfach reinrufen, was ihr denkt, was ich gelernt habe. Bäcker. Sehr kreativ. Kfz-Mechaniker. Was noch? Metzger. Bingo. Ich bin gelernt. Ich meine, was habt ihr gedacht? Ernährungsberater, oder? Ich bin tatsächlich. Du hast wahrscheinlich an das Abwegigste gedacht, was dir einfällt, und hast einfach gerufen. Oder hast du einen Verdacht? Wer hat denn mit dir geredet? Also ich bin ja wirklich gelernter Bankkaufmann, ne? Und den Gefallen habe ich meinem Vater getan. Aber viele Leute denken ja, dass es in der Bank nichts Lustiges zu erleben gibt. Doch, richtig witzig. Ich damals, vorne am Schalter, ne? Und dann kommen die Leute mit den Überweisungen und dann habe ich den Namen abgelesen und sie so begrüßt. Kam dann jemand, habe gesagt, hallo, guten Tag, Herr Müller. Und dann kam ein Kunde, das ist nicht erfunden. Der hieß Pimmel. Pimmel! Ich stell euch mal vor, ihr seid ich. Hallo, guten Tag, Herr. Willst du mich verarschen? Wie heißt du mit Vornamen? Riesen? Kein Pimmel, ist auch. Das war, fand ich lustig. Und später kam ich in die Beratung rein, hab die Leute beraten, was Konten angeht. Da kam ein türkischer Kunde, hat gesagt, ich will Konto aufmachen für meine Tochter. Also gehört sie mir, gar kein Problem, nehmen Sie am besten First Giro, da bekommen Sie viel mehr Zinsen. Ja. Und das Konto ist kostenlos, bis das Kind 21 ist. Ja. Und wenn das Kind dann 18 ist, kannst du als ganz normales Konto weiterführen. Ja. Haben Sie das verstanden? Nein. Und dann ist es klar, dass du total genervt in die Mittagspause reingehst und dann ruft jemand an. Es ruft jemand an in der Mittagspause. Du gehst ran und sagst, welcher Vollidiot ruft während der Mittagspause an? Wisst ihr eigentlich, wer ich bin? Ich bin der Vorstandsvorsitzende! Wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Nein! Dann habe ich nochmal Glück gehabt. Ja, ja, also in der Bank war auch scheiße, ne? Habe ich mittlerweile gekündigt. Aber deswegen habe ich gedacht, hey, ich kann mich wieder auf die Frauensuche fokussieren. Und da habe ich gedacht so, hey, ich gehe nach Afghanistan eine Frau suchen, denn wir Dicken sind dort die Reichen. Und ich muss halt nach Afghanistan fliegen, aber ich meine, ihr könnt euch vorstellen, als Afghanen in einen Flughafen zu gehen, ist komisch. Das ist so, wie wenn du als Grieche in eine Bank gehst. Man mag dich nicht. Und ich bin ins Flugzeug eingestiegen, direkt zur Stewardess gegangen. Die mögen mich nicht, wahrscheinlich, weil sie für mich immer einen Extragurt holen müssen. Aber ich sag, pass auf. Ich bin Afghane. Wir sind in einem Flugzeug. Provozier mich nicht. Sonst setz mich nach rechts und wir fliegen im Kreis. Da wird noch erklärt, das ist gut. Und in Afghanistan angekommen, das Erste, was mir aufgefallen ist, sind die ganzen Burkas. Ihr kennt Burkas? Sieht aus wie so blaue Federbälle, nur umgekehrt. Ich meine, du weißt nicht, was da drunter steckt. Kann eine hübsche Frau sein, kann eine hässliche Frau sein. Für mich sind Burkas wie Überraschungseier. Eine hübsche Frau unter jeder siebten Burka. Wisst ihr, wie oft ich mit meiner Tante einkaufen war und mit der falschen wieder zurückgekommen bin? Und das Schlimmste an der ganzen Sache, wir haben es erst nach einer Woche gemerkt. Bevor ich das gleich hier, will ich euch eine kleine Anekdote erzählen aus Afghanistan. Wisst ihr, die Afghanen sind, wir sind, jetzt kommt Völkerkunde, jetzt werdet ihr klug. Afghanistan ist ein Vielvölkerstaat, da leben die Usbeken, da leben die Pashtun, da leben die Hazara. Die Hazara, die sind ein altes Mongolenvolk, die nach Afghanistan gekommen sind. Und die vermehren sich. Wie die Polen in Deutschland. Also wenn Sperrmüll ist. Die Penner haben damals mein Fahrrad geklaut. Ich bin traumatisiert, ich hasse sie. Wisst ihr,
die Pashtunen, die hassen die Hazara. Wir sind untereinander rassistisch, wir brauchen euch gar nicht. Und ein Pashtun ist mit einem Maschinengewehr in die Berge gefahren, wo die Hazara wohnen, wo sonst. Und hat gemeint, der nächste Hazara, der hier vorbeiläuft, den bringe ich um. Und dann läuft ein junges Mädel vorbei. Sagt, du Mädchen, komm her. Wie heißt du? Mein Name ist Fatima. Meine Mutter heißt auch Fatima. Ist okay, du darfst weiterlaufen. Und ein alter Mann hat das alles mitgehört. Sagt, du alter Mann, komm her. Wie heißt du? Mein Name ist Ali, aber meine Frau nennt mich Fatima. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.